Moin Freunde und schön, dass ihr wieder dabei seid zu meiner persönlichen Sega Master System One Continue Challenge. Heute mit Ghost House, einer der wenigen Games, die ich auf Sega Card hatte, aber mehr dazu nach dem Intro. Moin Leute und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer neuen Episode Sega Master System One Continue Challenge. Heute mit Ghost House, einem der wenigen Games, die ich auf dieser sogenannten Sega-Card hatte, die auch irgendwie nur auf dem Sega Master System 1 abspielbar waren oder auf diesem Aufsatz, den man dann fürs Mega Drive bekommen hat. Die Master System 2 hatte das gar nicht und deswegen hatte ich keine Sega-Cards mehr. Ich hatte nur das auf Card gehabt und Teddy Boy. Aber ich würde sagen, Leute, erstmal gebe ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen und dann gehen wir rüber zum Gameplay. Der unerschrockene Mickey muss in diesem Spiel durch die staubigen Korridore des Geisterhauses huschen, um die 5 Edelsteine zurückzubekommen. Das wäre natürlich ein absoluter Spaziergang im Park, wenn Staubhasen das Schlimmste wären, mit dem sie zu kämpfen hätten. Aber wie Sie wissen, ist dieses spezielle Haus voller Geister. Wir haben hier eine kleine Besetzung gruseliger Kreaturen zu sehen und den einen oder anderen fliegenden Pfeil, der an ihren großen spitzen Ohren vorbeifliegt. An all das werden Sie sich sehr gewöhnen, wenn Sie die vielen Bildschirme durchqueren, aus denen das Geisterhaus besteht. Der gute alte Mickey ist jedoch nicht völlig wehrlos. Für einen seltsam aussehenden 10-Jährigen mit Elfenohren ist er sogar ziemlich gewalttätig. Er kann sich seinen Weg durch das Geisterhaus bahnen und das ein oder andere fliegende Schwert direkt aus der stinkenden Luft schnappen, indem er darauf springt und es dann direkt in den nächsten Bösewicht schiebt. So Leute, wir starten mit Ghost House. Hört euch diese Musik an, das ist auch wieder so Flashback für die Kindheit. Wow! Ehrlich, das ist ein Spiel, was sehr, sehr viel Spaß macht. Und ein bisschen gepaart ist mit Alex Kidd. So wie er die Viecher hier wegboxt. Und hier könnte jetzt überall Dracula erscheinen. Yeah. Wow, 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 wow. Ich brauche diese verdammte Messerklinge. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es hier in dem Spiel ging. Ich weiß nur, dass ich damit sehr viel Zeit verbracht habe. Muss ich hier rein? Ich glaube, du musst das Haus erkunden, ne? Auf jeden Fall brauche ich diese verdammte Messerklinge. Da, ja, da kommt er! Ja, Mann, guck dir das an! Der verwandelt sich auch noch gleich in richtig Dracula. Ich hau besser ab. Auch diese Logik von dem Spiel gar nicht wirklich da. Ihr habt ja gesehen, ich bin ja jetzt runtergefallen. Also heißt es in den Keller. Aber trotzdem, ja, ist da immer noch ein Draußenbereich. Finden wir die Messerspitze. Oh, das ist der Sarg. Kommt er diesmal ganz raus oder ist nur der Vampir dieses Mal wieder? Wir versuchen es mal gegen ihn. Na, da ist er! Geil, 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 geil! Den kannst du, glaube ich, nur mit dem Messer besiegen. Es ist so geil, ey! Leute, ich schwör's euch! Oh! Wir haben ihn besiegt? Okay, wir haben einen Schlüssel. Oh, wir haben das Messer, endlich! So maximal cool das Game. Aber der Sinn erschließt sich mir halt wirklich gar nicht. Stimmt, ich muss auf die Klinge draufspringen, wenn die fliegt. Genau, so war das. Kommt er wieder?
Boah, diesmal ist der aber aggressiver. Junge, was bist du denn so aggressiv, Junge? Was hast du dann? Aber okay, ich denke mal, so bin ich auch, wenn ich geweckt werde. Ja. Ja. Nein, verdammt. Geht das von rein da? Ja. Junge, was bist du dann so aggressiv? Den haben wir schon genommen, ne? Ja. Müssen wir mal da reingehen? Das hat schon irgendwas. Das hat schon irgendwas. Ich wollte sagen, das hat schon was. Ah, verdammt! Wenn man diese Spiele von damals so spielt, weil bei den meisten Spielen musstest du halt einfach selber rausfinden, was du machen musst. Und ich finde, das war auch dieses gewisse Etwas, warum man so viel Verbindung mit diesen Spielen hat. Weil man hat da ja wirklich stundenlang rein investiert. Man hat dann halt im Endeffekt die Spiele halt, ja, so auch lieben gelernt. Leute, ich schwör's euch, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich da machen soll. Ging's da um Punkte? Oder war das wirklich dieses Ding? Ach, warte mal, natürlich! Ich weiß was. Ich muss die Lampe. Ich muss die Lampe anmachen. Das war's gewesen. Ja, natürlich. Der hier. Ich muss ihn rauskommen lassen, muss die Lampe anmachen. Und dann heißt es Ciao Paco. Genau, so war das. Das war's. So. Und das muss ich ja einfach in jedem Level machen. Das war's. Genau. Und ich glaube, da kriegst du diese Diamanten, ne? Ja. Seht ihr? Diese Games sind learning by doing. Was das? Ne, da oben war es das, ne? Aber okay, den haben wir schon. Den müssen wir uns nehmen. Aber da erstmal hochkommen, ne? Verdammt. Nein, ist dein Ernst, oder? Nein, 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 nein. Du Schwein, du. Ja, der weiß, dass ich zur richtigen Lampe gerade gehe. Mal ein bisschen Leben. Ja, genau. Komm, komm, komm. Verdammt! Komm, eins haben wir, glaube ich, noch, ne? Ja. Das ist schon cool, eigentlich. Generell ist das cool, mal diese ganzen alten Spiele mal wieder zu spielen. Also diese Challenge ist definitiv ein sehr gutes Format von mir gewesen. Für mich persönlich. Wenn es für euch nicht cool ist, dann tut es mir leid. Ich zwinge das keinem zu gucken, aber ich habe damit sehr viel Spaß. Und ich denke, ich bringe das hier auch alles authentisch rüber. Manchmal vergisst man dann auch wirklich, dass die Kamera läuft.
Ja, Pfeil im Kopf, warum nicht? Hatten wir doch auch alle schon mal gehabt, ne? Wir gehen mal zu dem oberen. Der andere ist zu krass für uns. Ja, waren wir doch jetzt gerade schon. Du kannst dir auch leider nicht vorarbeiten, dass du die erstmal alle kaputt machst. Das klappt leider nicht. Nein. So, jetzt aber, oder? Dim, dim, dim. Da muss ja was Cooles oben sein. Nein! Oh, einen habe ich noch, zum Glück. Aber ich denke mir doch, wenn der da die ganze Zeit rumspringt wie so ein Karnickel, der Red Bull gesoffen hat, muss da ja was Geiles sein. Sehr schön. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das hier einfach nur so eine Punkte-Challenge ist, dieses Game. So wie das halt früher war, ne? Ich habe mit meinem Vater damals auch immer ganz viele Spiele so auf Punkte-Challenge halt gespielt. Das war halt früher so, ne? Aber ich denke, weil die halt alle von der Spielhalle so kamen, diese ganze Generation, ne? Da ging es ja auch nur um Punkte, Punkte, Punkte. Und hier geht es darum, dass ich jetzt nicht von dem geschlachtet werde. Oh, einen habe ich ihm geklatscht. Warum treffe ich ihn denn nicht? Verfluchtes Mistviech. Oh, einen habe ich ihm geklatscht. Wieder ein? Ich glaube, ein Brett ist es noch. Oh mein Gott. Ja, geil, Alter. Puh. Ja, seht ihr, da gibt es direkt einen Diamond dafür. Gerade die Euphorie in meinem Ja gehört. Ich habe gerade so gemacht, als hätte ich das All-Valley Championship-Ding gewonnen, Alter, bei Karate. Oh, verdammt. Das ist mir scheißegal, was ihr davon haltet. Wie ich mich hier reinsteige, das ist mir total wumpe, ehrlich. Ich habe hier massiv Spaß mit, ehrlich. Und darum geht es. Na, endlich habe ich ihn kaputt gemacht. Das hier noch, ne? Den haben wir schon. Das unter, ne? Das hier war es jetzt. Ja. Komm her, ich bin bereit für dich. Na komm doch, du Schwein. Das sind mir die Richtigen. Sagen wir was von Einzelkampf. Oh, Bruder, hab ich dich.
Rede mir was von Einzelkampf, aber komm mit ihren Brüdern. Diese Fraktion kennen wir, glaube ich, alle. So, den haben wir. Jetzt müsste das ja hier irgendwie weitergehen. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ah ja, warum auch nicht, ne? Fall mal rein. Warum auch nicht, ne? Hier. Nein, auch nicht. Könnte ich mir da unten vorstellen. Ja, hier waren wir noch nicht. Habe ich das Spiel dann schon geschafft oder habe ich nur das erste Level gepackt? Ja, genau, schlachte mich doch. Grill mich doch. Verdammt. der wird schwer. Der wird schwer. Hoffen wir doch mal, dass das Lämpchen funktioniert. Die Angriffe, wirklich so was von mies. So eine miese Type. So eine miese Type. Ja, das war's, ne? Ah, verdammt. Aber Leute, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt da auch Spaß bei gehabt. Schreibt natürlich wie immer in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel schon vorher kanntet. Und was ihr für eine Verbindung mit dem Spiel habt. Ob ihr es schon mal gespielt habt. Ob ihr euch gedacht habt, nee. Oder wie auch immer. Leute, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.